Hey Leute, Dave hier und heute gibt's nach einer länger als geplanten Urlaubs- und ja, ich geb's zu, auch Destiny 2 bedingten Videopause mal wieder neuen Content auf meinem Kanal. Yay! Und zwar möchte ich heute über meine ersten Erfahrungen im Free-to-Play-MMORPG Mu Legends reden. Entwickelt von Websen ist das Hack and Slay schon seit März 2017 in Korea in der Open Beta und am 8. November hat es das Spiel dann endlich auch zu uns geschafft. Ach ja, und wer übrigens so wie ich schon länger Besitzer eines Websen oder G-Potato Kontos ist, der wird aufgefordert, diese beiden Konten miteinander zu verknüpfen. Ja, blöd nur, dass das scheinbar nicht allzu gut zu funktionieren scheint. Zumindest konnte ich mich nicht mehr mit meinem bestehenden Konto einloggen und musste ein neues erstellen. Aber zurück zum Spiel. Mu Legends ist ein Hack'n'Slay, das ich sowohl skeptisch als auch mit sehr hohen Erwartungen erwartet habe. Immerhin ist es zurzeit wohl das Spiel, das Lost Ark am nächsten kommen dürfte. Asiatischer Stil, fette Waffen, ISO-Perspektive, überall Effekte und man kann es schon hierzulande spielen, also das ist auf jeden Fall ein großer Pluspunkt. Aber wie das meistens nun mal so ist mit hohen Erwartungen, bin ich leider enttäuscht worden. Aber ich greife vor. Wie üblich gilt es nämlich zunächst mal seine Klasse zu wählen. Hier haben wir den Dark Lord, einen Tank, den Blader, einen Melee-DD, den Warmage, einen typischen Magier und den Whisperer, welcher die Rolle des Range-DDs übernimmt. Und hier wäre auch schon mein erster Kritikpunkt, denn zwar sind mit diesen Klassen die, ja, sagen wir mal, Grundbedürfnisse eines typischen MMO-Spielers abgedeckt, aber aus den Socken haut diese Klassenauswahl niemanden mehr. Zwar gibt's noch den Spellbinder zur Auswahl, welche etwas interessanter aussieht, aber die ist zum Start der Open Beta leider nicht spielbar. Nichts zu meckern gibt's aber beim für ein Hack'n'Slay recht umfangreichen Character Editor. Von Haarfarben bis Tätowierungen bietet mir das Spiel so ziemlich alles, was ich mir wünschen kann und man kann sich während des Erstellens auch gleich einen kleinen Vorgeschmack auf die verschiedenen Rüstungen verschaffen. Klar, man könnte jetzt sagen, der Character Editor ist ja gar nicht mal so toll, Black Desert hat einen viel besseren, bla bla bla. Und ja, das stimmt schon, aber Black Desert ist auch kein Hack'n'Slay. Denn bei Hack'n'Slays ist es meistens so, dass man nur minimal bis gar nichts mehr vom ursprünglichen Aussehen des Charakters mitbekommt. Denn A ist die Kamera dafür zu weit weg und B sieht man ab einem gewissen Zeitpunkt eh nur noch Rüstungen. Das Spiel startet mit einem Tutorial, in dem man als hochlevelige Version des soeben erstellten Chars die Grundspells der Klasse lernt, was auch relativ gut gelungen ist, aber aus irgendeinem Grund fast ausschließlich bei Free-to-Play-Asia-MMOs zu finden ist. Was da wohl der Grund sein mag. Aber schon hier fällt auf, den Angriffen und Fähigkeiten fehlt es einfach an Wumms. Das Feedback der Gegner ist dafür, dass ich mit einem 2 Meter langen Großschwert um mich schlage, viel zu gering. Da könnte ich genauso gut versuchen, ihnen mit einer Stange Salami die Rübe einzuprügeln oder so. Auch nach dem Tutorial nimmt euch das Spiel an die Hand und erklärt ziemlich gut das anfangs etwas überwältigende Interface, welches mich aus irgendeinem Grund ein wenig an ein Mobile Game erinnert. Naja, und da überrascht es auch nicht, dass bei mir nicht so das typische Hack'n'Slay-Feeling aufkommen wollte. Um genauer zu sein, das erste Mal, dass ich in Mu Legends einen Anflug von Spielspaß verspürt habe, war, als ich zum ersten Mal mit Gruppenmitgliedern einen Rift, also eine Art Dungeon gemacht habe. Der Rift war nämlich schön designt, spielte sich flüssig und ist somit mein bisheriges Highlight des Spiels. Denn ich muss dazu sagen, viel mehr als einige Stunden habe ich das Spiel auch nicht gespielt, denn das hier soll ja auch kein ausuferndes Mega-Review werden, sondern vielmehr einfach nur meine ersten Eindrücke. Im Großen und Ganzen würde ich also sagen, dass Mu Legends ein nettes Spiel ist. Wer also auf das nächste Path of Exile gehofft hatte oder nach einer Diablo-Alternative gesucht hat, der dürfte enttäuscht werden. Mu Legends ist meiner Meinung nach bestenfalls eine großzügige 5 von 10. Die Grafik ist nicht die beste, Spielspaß kam bei mir erst recht spät und dann auch nur bei einer Aktivität auf und das Feedback der Gegner ist wie bereits erwähnt auch nicht das Gelbe vom Ei. Und zu allem Überfluss sieht es einfach generisch und standardmäßig aus. Eben wie so ein richtig klassisches 0815 Free-to-Play Hack'n'Slay. Trotzdem werde ich das Spiel im Auge behalten und wer weiß, vielleicht werden mich kommende Patches und Erweiterungen wieder mal dazu bringen reinzuschauen. Das soll es aber nun mit dem heutigen Video gewesen sein. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Falls ja, lasst mir doch einen Daumen nach oben da und falls ihr Langeweile habt, schreibt mir doch in die Comments, welches Game ihr im letzten Monat so am meisten gezockt habt. Bei mir war es ohne Frage Destiny 2. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.